Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Wir sind wieder am Stream. Wir haben wieder ein cooles Thema im Stream, was ich euch auch gerne noch als Video zeigen würde. Wenn ihr es mal live sehen wollt, Dienstag, Donnerstag und Sonntag ab 19 Uhr im Winter sind immer die Livestreams. Heute habe ich was Neues geholt. Heute Mittag bin ich zum guten Dennis von Shisha Union gefahren und habe mir da was mitgenommen. Was das ist, zeige ich euch jetzt. Die McLeod DAO. Auf der Seite sieht die Verpackung so aus. Auf der Seite steht das da drauf. Modell DAO. Unten haben wir nur mal Cloud-Logo, auf der Seite haben wir die Socials und auf der Seite haben wir nichts. Ich würde sagen, wir machen die auch direkt auf. Wir gucken direkt mal rein. So, super viel ist es auch tatsächlich. Wir haben einmal das komplette Rauchsäulenelement. Wir haben einmal ein Mundstück. Wir haben eine Kopfdichtung, zwei Kugel und eine Bowldichtung. Hier haben wir einmal das Tauchrohr. Problem ist, der Diffusor ist, wie ihr seht, nicht abnehmbar, was ich schon mal nicht so geil finde. Die Pfeife kostet bei Shisha Union 180 Euro, beziehungsweise gibt es auch nochmal den Rabattcode SWG10. Dann kostet sie eben nochmal 18 Euro weniger, also kriegt man sie für 162 Euro. Holen wir aber erstmal alle Teile raus. Das ist halt ein sehr cooles Detail hier mit diesem Lanyard, das da dran ist. So sieht die Pfeife im Detail aus. Made in Ural, bei McLeod, die DDAO. Schlauchanschluss ist auch schon drin. Der geht tatsächlich relativ schwer raus. Ist ein Schlauchanschluss mit zwei O-Ringen. Wenn er drin ist, dann hält er auch, aber ist tatsächlich etwas schwergängig. Oben haben wir ein Edelstahlteil mit Löchern drin. Da kommt noch der Teller gleich dazwischen und hier ist auch der Blow-Off. Ja, so sieht der Teller aus. Der ist natürlich von der Form her schon äußerst wild. Also mal mega geil, da was anderes zu sehen, aber ist halt wirklich eine ganz wilde Form für einen Shisha-Kohle-Teller, ne? Die wichtige Frage war natürlich, ist das Ding hier komplett aus Edelstahl oder ist da drinne vielleicht nur POM? Das Element hier ist schon mal gesteckt und dann sehen wir hier auch direkt, die ist innen komplett aus Edelstahl. Ganz wichtig. Das Ding hier kann man auch noch rauslösen. Das POM-Teil hat auch tatsächlich einen kleinen Dichtungsring mit drinne, was ich sehr gut finde. Das Edelstahlteil wiederum nicht. Verstehe ich nicht ganz, warum man das eine Teil unten mit Dichtung macht, das andere Teil oben ohne Dichtung. Aber ich hatte zumindest noch kein Problem mit Undichtigkeit. Ja. Wenn ich das Ding jetzt auf den Kopf stelle, dann kommen auch die Kugeln raus, was ich ehrlich gesagt nicht möchte, weil ich Angst habe, die nicht wieder reinzukriegen. Ja, da seht ihr die zwei Kugeln, die zwei silbernen Dinge. Wir haben da noch den Lanyard, wie gesagt, dranhängen hier. Auch wieder mit dem Aufdruck DDAO Made in Ural bei McLeod. Ich finde, das ist ein super schönes Detail an der Pfeife. Und die Rauchsäule ist, glaube ich, nicht lösbar. Also ich habe schon ein paar Mal versucht, feste zu drehen. Ich kriege es nicht hin. Ich will es auch nicht übertreiben, um die Pfeife im Endeffekt kaputt zu machen. Stecken wir das mal wieder drauf. Genauso mit dem Edelstahlteil. Da müssen wir nur ein kleines bisschen drücken, dann einmal den Teller draufpacken, das Ganze mit dem Kopfadapter verschrauben. Der Kopfadapter ist auch übrigens ziemlich groß. Wenn ihr Köpfe habt, die unten eine kleine Öffnung haben, könnte das relativ eng werden. Ich hatte tatsächlich vorhin sogar Probleme mit dem Oblaco. Ich weiß nicht, hier, okay, das, ne, ich habe jetzt natürlich noch keine Dichtung dazwischen, aber der sinkt erstmal komplett bis auf die Pfeife. Das könnte also mit unserem Moonkopf hier später auf jeden Fall gut gehen. Dann einmal die Unterseite. Wir müssen natürlich noch unser Tauchrohr dran schrauben. Das schraubt sich dann auch praktisch ins Gegenstück von der Rauchsäule, was einmal durch die ganze Pfeife geht. Das heißt, der ganze Weg vom Ziehen, vom Rauch, von oben vom Kopf bis hier unten in die Bowl ist auch durch Metall. Hier haben wir dann natürlich POM. Dichtung auch drauf. Wunderbar. Nächster Step, wir machen das Ding sauber. Also sie macht schon eine hervorragende Figur, wie ich finde. Ich finde die schon sehr gelungen. Sehr lecker auf der PK500. Ja, ich finde auch, die PK500 ist mit dem Moon drauf auch eine schöne Kombi, oder? Ich weiß nicht, sind so Kleinigkeiten, ne? Aber dieses Bändchen, was hier dranhängt, ist irgendwie eigentlich nur ein super kleines Detail. Also ich finde, es macht einfach ultra viel aus. Ich meine, was kostet das, die hier so ein Bändchen mit dran zu hängen? Nix. Ist ja auch nichts Besonderes. Ist ein kleines Bändchen, was da dranhängt. Aber ich finde so vom optischen ein Gesamtbild her, macht das schon geisteskrank viel aus. Okay, wir warten auf die Kohle und dann gucken wir mal, wie das Ding so raucht. Wir nehmen jetzt einfach mal hier das Standardmundstück. Das hat übrigens hier so einen kleinen Nöppi, damit man mal weiß, wie weit man den Schlauch draufschieben muss. Also es ist einfach ein cooles kleines Feature, weil diese Mundstücke, die so simpel sind, haben oft das Problem, dass dann hier einfach der Schlauch hängt. Der endet dann einfach hier und dann guckst du so auf die Oberseite vom Schlauch. So hast du hier wenigstens ein schönes Endstück, wo dann der Schlauch von unten dran liegt und es sieht nicht so ultra kacke aus. So, gucken wir mal, ob hier schon was geht. Die Kugeln sind recht laut. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Also die sind relativ laut. Nehmen wir mal den ersten Zug. Gucken wir mal.
Also die Pfeife ist natürlich ein bisschen leiser. Der Diffusor ist nicht abnehmbar. Das ist aber tatsächlich auch sogar bei den extrem teuren McLeods der Fall. Also sogar die Exclusive-Modelle, die hier hinten stehen, also die Odyssey, die Titan Rose und die Dragon, die kosten 1400 Euro und nicht mal da kannst du den Diffusor abnehmen. Was ich tatsächlich ziemlich schade finde, weil ich immer so die Auffassung habe, für mich muss eine russische Pfeife auch einfach geil knattern können. Und das kann die DAO nicht. Ne? Aber das können wenige McLeods. Dafür der Durchzug... Erstaunlich nice für eine russische Pfeife. Also wirklich gut. Ich würde dem Durchzug auf einer Skala von 0 bis 10 eine 7,5... Nee, sogar eine 8. Sogar eine 8 würde ich dir geben. Also blubbert hört man wirklich fast gar nicht. Man hört eigentlich nur den Zug der Luft. Also man hört einfach nur, wie die Luft durch die Pfeife strömt. Und blubbern ist fast nicht da. Sehr wenig. Also wenn ich jetzt langsam ziehe... Ein ganz sanftes Blubbern hat man, aber nicht so viel. Blow-off. Ich ziehe mal und entlüfte direkt, dann sieht es immer am geilsten aus. Das sieht cool aus. Man hört wieder das Klackern der Kugeln. Für Leute, die das nicht mögen, wird das nervig sein. Ich habe dagegen nichts und ich finde das auch nicht nervig. Für mich ist das in Ordnung. Blow-off sieht cool aus. Könnte ein bisschen dichter sein, meiner Meinung. Ich finde, der verteilt sich sehr schnell. Also wenn ich das irgendwie mit einer Aeon oder mit einer Alpha oder sowas vergleiche, dann ist das bei denen ein bisschen anders, finde ich. So, gucken wir uns so mal den Blow-off an. Ne, und da versteht ihr, glaube ich, eher, was ich meine, mit dem, das verteilt sich. Ne? Also es ist nicht so eng und zentriert, sondern eher ein wenig großflächiger, aber dafür etwas dünner. Aber, und das ist der wichtige Punkt, für eine 160-Euro-Pfeife finde ich das schon sehr, sehr geil. Russische Produkte sind meistens ein bisschen teurer auf dem deutschen Markt. Und dafür, dass die Pfeife 160 Euro kostet, innen komplett aus Edelstahl ist, die Verarbeitung okay ist, die Optik unglaublich geil ist, meiner Meinung nach. Also ich habe die gesehen und ich dachte, ehrlich gesagt, die kostet 400 Euro oder so, wenn die nach Deutschland kommt. Jetzt sind es 160. Das ist natürlich geisteskrank. Und dann noch mit dem Blow-off zusammen ist für mich preis-leistungsmäßig auf jeden Fall mega geil. Durchzug ist gut, sogar leicht überdurchschnittlich gut im Vergleich zu anderen russischen Pfeifen, was ich sehr geil finde. Dass man den Diffusor nicht abnehmen kann, stört mich ein bisschen. Und dass der Teller sehr scharfkantig ist. Also es ist vielleicht der scharfkantigste Teller, den ich jemals hatte. Also wirklich, wenn du da mal mit dem Finger drüber rutschst, könnte ich mir gut vorstellen, dass du dich da in den Finger schneidest. Das sind so zwei Punkte, die finde ich ein bisschen schade. Aber abgesehen davon ist das Ding für 162 Euro von meinem Ersteindruck aus eine extrem geile Pfeife.